Hey. Wieder von vorne. Ich liebe sowas. Ich als Entwickler würde ja auch niemals, wenn ich schon den Gegner hinstelle, der einen mit zwei Schlägen tötet, würde ich auch niemals in der Nähe einen Checkpoint setzen. Das ist echt langweilig sowas. Dann läuft er halt nochmal über hier den ganzen Weg lang. Ist doch auch okay. Hab ja nichts Besseres vor. Halt, warte, kann ja den Wichsfahrstuhl schon hochschicken. Ja. Runde irgendwas. Gut, den Ritter können wir ignorieren. Den kriegen wir nicht tot. Jetzt kann ich ja mit Level 200 nochmal probieren. Mann, ich habe keine Lust, Leute. Es nervt alles nur noch. 40.000 Seelen sind mir egal, weil so viel war das nicht. Nervt nur wieder, dass ich keinen Fortschritt mache hier. Und wir sind auch hier gestorben. Hier wäre doch ein perfekter Ort für einen Checkpoint gewesen. Oder wenigstens ein Pfahl zur Wiederbelebung. Das hätte ich auch noch gerne, das hätte ich auch noch akzeptiert. Alles. Ich hab noch nicht mal Lust zu leveln hier. Ich habe jetzt irgendwie gerade, ich werde nur das scheiß Spiel langsam durchkriegen. Kann nicht sein, dass das Spiel sich länger zieht als die ganze Herde der Ringe Trilogie. Und dann, wenn ich sie noch auf 0,5-fach Speed gucke. Überhaupt weiter? Guck euch an, da hinten ist ein Checkpoint. Da, wo ich ihn nicht mehr brauche. Jetzt, wo meine ganzen XP wieder weg sind. Oh.
alle Spiele, ihr habt ja einen Checkpoint, um die Leute umzustellen. Nach diesem Weg, die jetzt gerade verprügelt wurden. Ich hoffe, das ist ein optionaler Boss. Checkpoints. Seite. Du alter, du Drachen, du Spielstein. Da kam ich ja gerade, ne? Ja. Drache gibt jetzt mittlerweile sicherlich eine Menge XP, wenn ich so Drachen erledigt bekomme. So Leute, bitte sagt mir, wie komme ich jetzt hier langsam weiter? Ich werde eine Zeit lang mit deinem Blitzen hier. Roten Blitze, die sind so weh. Kann ich wieder zum Checkpoint gehen, ne? Keine Ahnung. Gehen irgendwo hin. Auf jeden Fall habe ich jetzt keine Heilung mehr. Gerade ob es dafür einen Grund gibt, die Nutzer gehen überhaupt.
Will ich nicht. Wäre da der Drache gewesen, dann schon, aber. Und dachte ich, dass man gleich immer wieder runterspringen kann und dass man direkt dann beim Drachen wieder ist. Aber jetzt sind keine Abkürzer. Jetzt hier schon mal. Ich ja hier auch noch umgucken, was es gibt. Hier unten war. Da? Nee. Nee, so viele Stellen, wo ich noch nie war. Die Kiste sieht doch mal prächtig aus. Aber nicht gut, mein Freund. Danke, Alter. Zieht mir 10 Lebensringe weg und dann verpisst er sich oder was? Will an diese Kiste da hinten. Richtig aus. Schon wieder so ein nur so ein Stein. An die Talisman des alten. Ich habe schon so viele mittlerweile. Verlängert die Wirkungsdauer auf den Zaubereffekt. So, dann würde ich jetzt darüber noch in den Türmchen reingehen. Unten war mir schon. Und dann war's das, Leute. Gehen wir oben da rein, den wir wahrscheinlich auch noch erklimmen dürfen. Du bleibst das Holzstück. Ist die Frage, ob da ganz unten noch was ist. Das werden wir uns jetzt an.
stimmt, wir haben doch einen Bogen und so. Könnte ich auch auf einen Drachen schießen? Aha. Drachenritter, was? Aber bitte, ich mache dann mehr Schaden gegen Drachen. Eine Schwarzeisenrüstung der Drachenritter verziert mit den Überresten eines erlegten Drachen sowohl ein Zeichen stolzer Drachenjäger als auch der Beweis für die Teilnahme an der Kommunion. Der Umhang besteht aus Flügelbram eines Drachen. Okay. Gibt allerdings keine großartigen Effekte. Ist einfach nur da und schwer. Ich sehe das auch nicht, warum man hier irgendwie schwächere Rüstung findet. Ich finde, sie ist halt leichter, ja, aber sie ist halt trotzdem am Ende schwächer. Ich überlege gerade, ob wir noch erst vorhin zum Drachen gehen sollten. Ach, lass mich mal gucken. Ich würde es gerne probieren, den Drachen wegzusnipen. Falsch. Ja, eigentlich dazwischen, zwischen die drei. Oder komme ich nicht mal hinten, habe ich das Gefühl. Ah doch, hier. So, jetzt ist die Frage der Wahrheit. Überlebe ich den jetzt? Hat sich's erledigt. Kein Treffer. Aber dafür wieder ein Reiter. Stärker als der letzte. Bitte sagt, das ist der letzte Baumwächter ist oder Baumwärter oder wie auch immer sein Name war. Gefühl, dass ich viel zu schwach jetzt bin auf einmal. Aber jetzt richtig enorm. Letzten Boss halt noch easy halt runtergeprügelt, die fünf Bosse da. Und jetzt bei dem. Also ist halt nicht mal ein Boss, das ist halt das Problem. Das wird wahrscheinlich auch so das Thema hier sein. Obwohl ich trage meine Waffe noch nicht in zwei Hand. Ja, schon mal.
Digga. Ein Tänzchen werden mit dem hier. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.